im Hintergrund mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Jawohl! Seht ihr den Alex Böhm, unseren Sportlehrer aus der Reichsapfelgasse, und seinen Sohn Aram? Und die helfen uns ganz viel, euch tolle Bewegungsübungen vorzuzeigen. Auf geht's, Drax! Ass! Ich auch! Weiter geht's mit einer Übung namens Roboter. Hier wird abwechselnd, die Arme werden gegengleich gedreht. Dann geht's auch schon mit Beinheben dazwischen. Alles gut für die Balance. Jetzt ist es wichtig, immer bis 3 zu zählen. Und bei 1 geht der Schritt immer zur Seite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, das schneller. Und wer das beherrscht, kann dann noch schneller werden. Die steigende Übung, wenn das gut funktioniert, versuchst du einmal bei 1 nach vorne zu steigen, einmal zur Seite zu steigen und einmal zurückzusteigen. Es kann auch helfen, wenn du dir am Boden Markierungen machst mit einem Klebestreifen. Also, du fängst am besten wieder seitlich an. Zuerst mit dem rechten Bein, 1, 2, 3, links, vor, vor, rück, rück, noch seitlich, seitlich, vor, vor, rück, rück. Und wenn es gut geht, machst du schneller. Etwas schneller sieht die Geschichte dann so aus. Hier haben wir eine Schwunggymnastikübung. Zeigt uns der Aram hier. Immer so 5 Wiederholungen auf jeden Fall mit einem Fuß. Dann kommt der Fußwechsel. Und es ist immer ein leichter Zwischensprung dazwischen. Das sieht man hier, weil sonst geht es sich ja auch gar nicht aus. Die nächste Übung für Balance ist der Kranich. Das zeigt uns hier der Aram. Fußstreckung nach vorne, seitwärts ausdrehen, Fußstreckung hinten, Fuß hinten abwinkeln und wieder absenken und dann mit dem anderen Fuß. Knie heben, Fußstreckung, ausdrehen nach hinten, Knie abwinkeln und absetzen. Bleiben wir gleich in der Tierwelt. Kraniche fressen Frösche. Und hier haben wir schon den Frosch. Und wenn der Frosch flüchten muss, muss er wegspringen. In einen Strecksprung. Wer koordinativ mit einem Ball arbeiten möchte, kann auf dem Ball tanzen. Und zwar anfangs mit Mitzählen, nachher ohne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn man das Ganze mit Fußwechsel machen möchte, kommt eine 7 dazu. Da wird dann der Fuß umgestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Übung, die du mit Geschwistern oder auch Eltern machen kannst, ist die nächste. Zuerst abschlagen, dann das Bein anheben, immer das nähere Bein zum Partner und mit der Hand das Bein berühren. Und dann, wenn möglich, sogar ein bisschen die Position halten.
Natürlich gibt es ja den Seitenwechsel, dass die anderen Hände und Beine auch drankommen. Bei dieser Übung geht es um Kräftigung des Rumpfes, um Stabilisation. Das heißt, versuche hier anzuspannen, Becken vorzukippen und zu springen nur aus dem Fußgelenk. Das heißt, Beine bleiben fast gestreckt und hier bleibst du ganz gespannt. Nicht vergessen zu atmen. Und wenn das gut funktioniert, um gespannt zu bleiben, versuche eine Übung. Einmal Grätsche, Beine zusammen. Vorgrätsche, Seitgrätsche. Und abwechseln. Gesteigerte Form zum Skorpion. Wir zeigen nochmal den Skorpion her. Nur die Beine voran. Ein bisschen halten. Und gesteigert wäre das, wenn du gegengleich den Arm ebenso hebst und mit den Ellbogen das Knie berührst. Ja, man sieht es nicht so einfach. Versuch Spannung zu halten und nicht nachzugeben. Die nächste Übung beginnt aus der Hocke. Ein Strecksprung nach hinten in die Liegestütze und dann ein Strecksprung nach oben. Also Strecksprung in den Liegestütz war natürlich ein bisschen übertrieben. Aus dem Knie in den Liegestütz. Dann das Ganze mit vorher rechts und links seitwärts. Dann in der Mitte. Und der Strecksprung. In der Rückenlage die Beine in gestrecktem Zustand, seitwärts, vorne, abwechselnd immer in eine andere Position bringen, aber nie den Boden berühren dabei. Den Oberkörper in der Rückstützposition strecken und dann Beine anheben. Oder abwinkeln. Im Schwebesitz, also nur der Po berührt den Boden. Scherenschlag. Abwechselnd den rechten über den linken und den linken über den rechten Fuß bringen. Jetzt haben wir den Ruderer. Während die Beine angezogen sind, sind die Arme vorne. Wenn die Beine gestreckt sind, sind die Arme abgewinkelt. Jetzt die Wippe. Ganz wichtig ist, Beine sind gestreckt. Die Beine, Unterschenkel und Oberschenkel werden vom Boden abgehoben. Schultern sind abgehoben, Arme sind ganz durchgestreckt, Kinn ist bei der Brust. Und dann versuchst du, ein bisschen nach vorne und zurück zu wippen. Nicht vergessen dabei zu atmen. Und immer eine Spannung, das heißt, der Bauch ist die ganze Zeit angespannt. Und wir vier wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Also, ich hatte nicht nur Spaß.